Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich mit dir über die magischen Rauhnächte sprechen. Und ich will dir dazu auch mein Buch vorstellen, das ich mit meiner Autorenkollegin Anne-Mareike Schulz geschrieben habe, vor etlichen Jahren schon. Und wir haben die Rauhnächte in Verbindung mit den Tieren genommen. Wie soll es anders sein jetzt in meinem Fall? Und ich möchte dir jetzt einfach mal erklären, was die Rauhnächte letztendlich sind. Und das lese ich dir aus meinem Buch vor. Und zwar nennt sich das Kapitel Die Rauhnächte und der Gott Odin. Was sind die Rauhnächte eigentlich? Was hat der nordische Gott Odin mit ihnen zu tun? Die Rauhnächte, die verschiedenste Namen tragen, sind eine Zeit, in der wir uns zwischen den Welten befinden. In dieser Zeit sind wir eingeladen zu Orakeln, auch zu Räuchern, um uns auf uns selbst zu besinnen. Die 12 Rauhnächte sind Losnächte, in denen wir Visionen, Wünsche und Träume für die 12 Monate des kommenden Jahres aussenden und einen mühelosen Kontakt zur Lichtwelt, Anderswelt und zu anderen Dimensionen herstellen können. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich unglaublich gerne mache, mich verbinden mit allen Wesenheiten, die es gibt, mit den Tieren, mit den Göttern, mit all dem und mit den Ahnen natürlich auch, darüber spreche ich auch noch gleich. Und in dieser Zeit ist einfach der Schleier zwischen der Jetzt-Hier-Welt und der Anderswelt sehr, sehr dünn. Und deswegen können wir ganz, ganz, ganz viele Informationen bekommen, ja. Unsere Ahnen reichen uns die Hände, damit wir Altes auflösen oder auch einen tiefen Kontakt zu verborgenen Wissen knüpfen können. Ich zum Beispiel habe in meinen Rauhnächten schon sehr viele interessante Botschaften bekommen. Auch tatsächlich, als meine Safi gestorben ist, also als die Rauhnächte angefangen hat, da war sie ja noch da. Und sie ist aber eine Woche später gestorben. Und man orakelt sozusagen immer für, also die erste Rauhnacht steht für den Januar, die zweite für den Februar. Und ich arbeite da auch immer mit Karten. Das heißt, ich ziehe immer eine Karte für diesen Monat. Ich schaue, was habe ich in der Nacht geträumt. Ich gucke, welche besonderen Dinge sind mir an diesem Tag passiert. Habe ich irgendwelche Geschenke bekommen? Habe ich besondere Menschen getroffen? Habe ich Gedanken, Ideen oder sonstiges? Und ich habe für den Januar schon tatsächlich gleich die erste Karte war Stille gewesen. Im zweiten Monat habe ich die gleiche Karte nochmal gezogen und im Nachgang. Ja, ich dachte eigentlich, als ich die Karte gezogen hatte, es geht darum, dass ich einfach mich mehr auf mich besinnen muss. Aber tatsächlich war in mir alles still. Also das ist wie die Welt ist natürlich stillgestanden in diesem Moment, als mein Hund gestorben ist. Und da hat natürlich das alles auch eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen, ja. Es gibt viele alte volkstümliche Bräuche in den Rauhnächten und obwohl sie aus einer Zeit weit vor dem Christentum stammen, haben sie heute noch Relevanz und werden immer noch begangen. Diese 12 Nächten und 13 Tage obliegt eine Mystik, die durch Raum und Zeit Bestand hat. Man hat beinahe das Gefühl, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verschmelzen. Die Wintersonnenwende kündigt den Wandel an und die Wintersonnenwende ist am 21. Dezember, das ist noch vor den Rauhnächten. Denn die dunkelste Zeit liegt jetzt hinter uns und das heißt, ab dem 22. Dezember werden die Nächte kürzer und die Tage werden schon wieder länger. Das Licht wird wiedergeboren im Schoß der großen Göttin und schenkt uns wieder Hoffnung auf Helligkeit, Freude und Entzückung. Die Rauhnächte sind eine Zeit, in der die Übergänge zwischen allen Welten und die Grenzen des Verstandes verschwimmen.
Du darfst dich jetzt von deinen Gefühlen leiten lassen und aufhören, dich von Vorurteilen bestimmen zu lassen. Dir wird ein Bild offenbart, das dich an dich erinnert, an das große Ganze, an das, was du erreichen kannst. Du kannst Schöpfer deines kommenden Jahres sein und die Energien für dich nutzen und lenken. Letztendlich bist du ja immer der Schöpfer deines Lebens, also nicht nur des einen Jahres, sondern tatsächlich eines jeden Tages in einem Jahr. Aber hier kannst du sozusagen den Grundstein legen. Die Silbe Rauh in Rauhnacht geht wahrscheinlich auf das Wort Rauch und damit auf die Räucherrituale zurück, die bis heute in diese Zeit gehören. Der Rauch wurde jeher genutzt, um das Licht einzuladen, um zu reinigen, zu meditieren und die Verbindung in die anderen Welten zu stärken und das Band zu ihnen zu festigen. Die Rauchsäule darf eine Lichtsäule zu den Göttern und Göttinnen sowie in die Anderswelt sein. Sie darf als Sprachrohr dienen, um die Nebel zu durchdringen und ein Mittler sein, um unsere Wünsche, Gedanken und Visionen zu transportieren. Das Wort Rauh kann aber auch mit dem mittelhochdeutschen Wort Ruh abgeleitet werden, das haarig bedeutet. Der Gott Odin verjagt in dieser Zeit die Finsternis mit seiner wilden Herrscher, die nicht nur aus unseren Ahnen und aus Geistern besteht, sondern auch aus vielen Tieren wie Raben, Wölfen, Wildschweinen und Pferden. Die Energie dieser Tage empfinden wir als etwas ganz Weiches, Wohliges und Kuscheliges, wie das weiche Fell eines Tieres. Die Tiere gehören für uns, also jetzt in dem Fall für mich und Annemareike, zu den Rauhnächten. Nicht nur, weil sie ein Teil der wilden Jagd Odins sind, sondern weil sie durch ihre Schwingung eine gewisse Zartheit in diese Zeit bringen. Ob es nun der Rauch oder das Tierfell ist, es ist eine Zeit, in der wir mit den Tieren und durch Räucherungen einen bestimmten Impuls setzen können und sollten. Denn diese 12 Nächte gibt es nur einmal im Jahr. Also das sind wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Welche Tage die Rauhnächte nun beinhalten, wann sie beginnen und enden, dazu gibt es ganz verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, sie beginnen genau zur Wintersonnenwende und die anderen meinen, sie beginnen 6 Nächte vor der Sonnenwende und wieder andere ist der Weihnachtsabend die erste Rauhnacht. Lass dich einfach von deiner Intuition leiten und führen und erkenne an, was für dich richtig ist. Für uns war es tatsächlich am stimmigsten in der Nacht vom 24. mit unserer Zählung anzufangen. Also die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, das ist für uns die erste Rauhnacht. Wir machen tatsächlich in der Wintersonnenwende, habe ich bis jetzt immer in den letzten Jahren Meditation gemacht zum Abschluss des Jahres und einfach um das Alte abzuschließen und das Neue zu beginnen. Der Gott Odin ist der erste und älteste aller Götter in der nordischen Mythologie und wird in alten Legenden auch als Allvater bezeichnet. Allerdings trägt er viele Namen, Beispiel wird er auch Wotan genannt. Er herrscht über alle großen und kleinen Dinge, er schuf Himmel und Erde und alles, was in ihnen ist. Er gilt als der Vater der Götter und doch war eine seiner größten Errungenschaften, den Menschen die Seele zu schenken. Odin ist ein Gott der Weisheit, der Magie und der Ekstase. Er ist ein Seelenbegleiter, wandelt in allen Welten und gilt auch als Friedensstifter. Zudem kämpft er gegen die Finsternis, damit das Licht wieder siegt. Zudem kämpft er. Alte Legenden nach war Odin immer wieder auf der Suche nach dem Wissen und opferte unter anderem sein Auge, um einen Schluck aus dem Zauberbrunnen am Fuße des Weltenbaumes Yggdrasil trinken zu können und die Fähigkeiten eines Sehers zu erhalten. So kann Odin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen. Doch in den Rauhnächten kommt er nicht nur zu uns, um die Finsternis zu bekämpfen, sondern auch, um uns Vertrauen in die anderen Welten zu schenken. Mit seiner Herrschaft verfolgt er einen Hirsch, der die Sonne in seinem Geweih trägt und mit ihr in die Unterwelt geschlüpft ist. Odin treibt ihn zurück in den Himmel, damit die Tage wieder länger werden können. Zudem sollen Odin und seine Herrscher die Winterdämonen vertreiben, die kalt, eisig und destruktiv sind.
Odin beschützt die Welt der Menschen und ist dem Volksglauben nach während seiner wilden Jagd für uns greifbar. In der Zeit, in der Odin unterwegs ist, können wir Kontakt zu ihm aufnehmen und dadurch wird der Schleier auch in alle anderen Welten und Dimensionen hauchdünn. Es heißt, du kannst auch Botschaften für dich empfangen und dadurch dich einfach einstellen. Ja, man geht einfach mit verschiedenen Fragen an diese Sache ran. Ja, was vielleicht, wenn du meditierst oder so, dann hast du vielleicht eine Vision für das Jahr oder auch für den Januar. Du kannst mit Karten arbeiten, mit Engelkarten oder anderen Karten. Es gibt auch online Karten, die du ziehen kannst, also Engelskarten, Krafttierkarten. Es gibt aber auch auf meiner Homepage auch tatsächlich ein Kartendeck, was du eben machen kannst. Wenn du noch mehr zu den Rauhnächten wissen möchtest, ich werde in diesem Video auch noch Podcasts verlinken, weil in den letzten Jahren habe ich immer im Dezember auch eine Podcast-Folge zu den Rauhnächten gemacht. Und dann kannst du dich da auch noch mal ein Stück weit darüber informieren. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mal einen kleinen Einstieg geben konnte. Ja, also wichtig ist einfach, dass du weißt, dass du in dieser Zeit, dass die Schleier ganz, ganz dünn sind und dass du da wirklich den Grundstein für das kommende Jahr legen kannst. Im letzten Jahr habe ich tatsächlich überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, mit den Rauhnächten aktiv zu sein. Und es war trotzdem ein gutes Jahr. Also auch so viel dazu. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.